Der Applaus zu seiner Wahl als neuer Präsident des SC Bruck ist noch nicht verstummt. Erreichte Bürgermeister Peter Koch die Mitteilung, dass das Traditionshaus Leiner in Bruck an der Mur zusperren muss. Ja, zuerst ist es jetzt einmal so, dass das eine wirklich traurige Nachricht ist. Das ist eine schlechte Botschaft, eine traurige Botschaft für Bruck an der Mur, ganz besonders für die Mitarbeiterinnen, die gekämpft haben, die sich engagiert haben, die über Aktionen diesen Standort, und das weiß ich, gut geführt haben, diesen Standort auch gerne weitergeführt hätten. Und da wird irgendwo in der Zentrale eine Entscheidung getroffen, die negativ für diesen Standort, für die Mitarbeiter und auch für die Stadt Bruck letztendlich ausgeht. Und das ist ein Grund für Traurigkeit und auch für Empörung. Und das Zweite ist, wir haben jetzt innerstädtische Flächen auch sozusagen frei in einer guten Lage, und die werden wir versuchen wieder zu verwerten, und da werden wir uns bemühen, neue Konzepte zu entwickeln. Das war die erste Stellungnahme des Bürgermeisters nach der Wahl zum Präsidenten des SC Bruck direkt vor Ort im Murinsel-Restaurant. Der 16. März 2018 war bestimmt ein Anlass, darüber nachzudenken, wenn es im Leben darum geht, schwerkranken Menschen beizustehen, Sterbenden Trost zu geben. Das Hospizteam Mürztal bietet in solchen Situationen Hilfe und Unterstützung für Betroffene, aber auch Angehörigen. Die Benefizveranstaltung im Volkshaus Kindberg mit heimischen Künstlern, die sich kostenlos zur Verfügung stellten, sowie ein voller Volkshaussaal ermöglichen die Kosten für Ausbildung zu finanzieren. Bürgermeister Sander konnte zu dieser Veranstaltung viele Ehrengäste begrüßen. Ja, heute ist ein großartiger Tag, ein großer Tag vor allem einerseits für diejenigen, denen wir helfen, mit dem Hospizverein, aber natürlich auch für diejenigen, die helfen. Und das ist ein Zeichen, wenn das Volkshaus ganz voll ist hier in Kindberg und wenn großartige Musik dargeboten wird. Aber mich freut es einfach, dass es so viele Menschen gibt, die denen helfen, die es am schwersten haben, die entweder schwerst krank sind oder auch kurz dem Tod bevorstehen. Und ich glaube, wenn man da zusammenhält, dann sieht man, und das spürt man auch hier im Volkshaus Kindberg, dass hier ein guter Zusammenhalt ist. Aber wenn Trauer und Schmerz das Leben beeinflussen, soll das Feiern auch seinen Platz im Leben einnehmen. Und so wurde für diesen Benefizabend ein sehr buntes Programm gestaltet. Die Hasenberger Burm am Anfang zu hören, die Kindberger Bloß, die Sonntagsmusi sowie Benjamin Fürstl sorgten für den musikalischen Teil der Unterhaltung. Die Ehrung verdienter Mitarbeiter, die über 10, ja sogar über 15 Jahre ehrenamtlich tätig sind, war ebenfalls Teil des Programms. Wir sind 26 Team-Mitarbeiterinnen, davon sind 25 Damen und ein Herr zurzeit. Und wir machen jetzt am 12. Juni, beginnen wir wieder mit einem Hospizgrundkurs, weil wir noch Kapazität nach oben haben. Also wir könnten noch mindestens sehr viele Mitarbeiter einfach brauchen, weil es kommen einfach so viele Anfragen. Also ich darf ja seit 3 Jahren Hospizpatin sein, was mir eine sehr, sehr große Ehre ist. Und diese Veranstaltung ist wahnsinnig wichtig. Einerseits, damit der Hospizverein, der ja ehrenamtlich unentgeltlich tätig ist, Spenden zusammenbekommt, um Ausbildung und Fortbildung finanzieren zu können. Andererseits aber, und das halte ich für zumindest ebenso wichtig, ist, dass er ins Gedankengut rückt, dass die Menschen einfach verstehen, was Hospiz bedeutet, dass sie Hospiz auch in Anspruch nehmen, einladen, weil es ist wirklich ganz, ganz wichtig, in schwierigen Zeiten, in schweren und schwersten Zeiten Begleitung zu haben, Betreuung zu haben, Hilfe zu haben und Trost zu haben. Michi Freisler, nach seiner Karriere bei den Mürztalern, jetzt als Maler sehr erfolgreich, spendete ein Bild passend zum Thema. Das ist eine der wichtigsten Institutionen, die wir in der Steiermark haben. Ich glaube, es ist für uns alle sehr schwierig, dass wir über Sterben, über Tod sprechen.
Und ich glaube, es ist sehr wichtig, und wir werden alle in diese Situation kommen, dass wir unter Umständen diese Hilfe in Anspruch nehmen werden, dass es eben ein Hospizteam gibt, dass hier Hilfestellung gibt, dass auch den Angehörigen Hilfestellung gibt und vor allem den Menschen Hilfestellung gibt, die auf dem letzten Weg ihres Lebens sind. Der Feriengast zu seiner Wirtin. Frau Wirtin, was Sie mir da heute zum Frühstück serviert haben, sonst war das Tee oder war das Kaffee? Mein Herr, wenn Sie den Unterschied nicht erkannt haben, dann kann es Ihnen doch egal sein. Besonders amüsant waren Barbara Zwerschitz und Hannes Graf mit ihrer heiteren Dialoglesung, akustisch unterstützt vom Schlagzeuger Heribert Prinz. Die heutige Benefizveranstaltung wird besonders verwendet für die Hospizgrundausbildung, die wir jetzt am 12. Juni starten, aber auch für die ganzen Fortbildungen, Weiterbildungen und vor allem für die Supervisionen, weil die Supervisionen sind für uns die Basis, das Fundament für unsere Arbeit. Auch wir brauchen Anlaufstellen, auch wir brauchen Hilfe, wenn es uns einmal nicht so gut geht bei einer Begleitung. Das ECE Kapfenberg Frühlingsfest war wieder ein voller Erfolg. Viele nutzten die vielen Angebote. Und sie machten auch bei den verschiedenen Publikumsspielen mit. Wie das Ladenspiel, wo 6 Kandidaten sich ein Kästchen aussuchen konnten, wobei sie durch verlockende Angebote des Moderators davon abgelenkt wurden. Ich lege noch einen auf, ich lege 30 Euro auf, sofort ohne Risiko statt der Kiste Nummer 4. Ich nehme es 4, egal was. Hört auf, echt wahr? Und wenn da jetzt nur ein Schokohase drin ist, kann ich nichts dafür, gell? Freut sich mein Mann. Freut sich mein Mann. Pauline, das heißt, ich mache auf, gell? Gut, wir öffnen. Oh, so, jetzt muss ich mal schauen, jetzt bin ich gespannt. Der Hase ist nicht drin, aber ein 10 Euro... Höhepunkt war die Wahl der ECE Shopping Queen. Die 5 Finalistinnen bekamen jede 300 Euro, um das passende Frühlingsoutfit zu kaufen und einer 5-köpfigen Jury vorzuführen. Die Kandidatin, die Claudia Meierhofer. Es darf auch applaudiert werden, rote Runde, meine Damen und Herren. Samstag in der Nacht, da tanzen gehen. Ria Weichsel. Yeah.
Maria, ganz ehrlich, hättest du gerechnet damit? Eine Jahresmitgliedschaft, hier ist der Preis wird offiziell überreicht von uns. Ich bin sehr überrascht und sehr glücklich und ja, freue mich einfach. Danke. Das ist heute eine Premiere. Nachdem wir also sehr viele junge Mädchen und Jugendliche als Kunden haben, haben wir uns gedacht, was können wir tun, dass wir auch diese junge Kundschaft zufriedenstellen können. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir einmal eine Misswahl und haben also gesagt, okay, wir machen die Shopping Queen des ECEs. Wir haben auch sehr viele Firmen, die also für die Jugend da ist, sei es Hennes & Mauritz, New Yorker, Orsay, Colosseum. Und ja, das war heute der Beginn und das haben sich sehr viele beworben und die fünf Besten haben wir jetzt prämiert. Du bist auf der Suche nach einer Top-Ausbildung, Verantwortung, Abwechslung und jeder Menge Freude an der Arbeit? Dann starte deine Karriere mit einer Lehre bei der Voestalpine Rotec. Wir suchen für unseren Standort in Krieglach engagierte Nachwuchsfachkräfte in den Bereichen Werkzeugbautechnik und Maschinenbautechnik. Interessiert? Dann informiere dich auf voestalpine.com/rotec und bewirb dich bis 31. März. Voestalpine. One step ahead. Gemeinschaftsausstellung von drei Mürztaler Künstlern im Kulturhaus der Stadt Bruck an der Mur. Als Kulturreferent der Stadt eröffnete Bürgermeister Peter Koch diese sehenswerte Ausstellung. Die drei Künstler unterscheiden sich von ihrer Philosophie deutlich voneinander, aber teilen eine ganz besondere Sache, die Liebe zur Kunst. Ja, Kultur ist ein Ausdruck des Zusammenlebens zwischen uns Menschen in ganz verschiedenen Bereichen und verschiedenen Facetten, hat also viel auch mit Politik zu tun. Und jemand, den ich sehr verehre, der Hans Trommer, hat bei einer Veranstaltung letztens gesagt, er hat eine ganz kurze Definition von Kunst und von Kultur, nämlich Kultur ist Respekt und das ist etwas, was uns in der Politik auszeichnen sollte und etwas, was auch Kultur auszeichnet und darstellt. Tut die Politik allgemein zu wenig für die Kultur? Na, wir versuchen, glaube ich, Kultur auf den verschiedensten Bereichen der Kultur auch die Möglichkeit des Ausdrucks zu geben. Jetzt nicht immer die sogenannte Hochkultur, sondern auch die Kunst im Allgemeinen als eine Ausdrucksform zwischen uns Menschen. Ich glaube, dass wir uns da sehr bemühen, aber ein bisschen mehr könnte man immer tun wie überall. Leo Heinzel schafft malerische, grafische Arbeiten über Landschaft, Porträt oder Stillleben. Charakteristisch daran sind mehrschichtige Pinselaufträge, um so Plastizität anzudeuten. Herr Heinzel, wie würden Sie sich selbst beschreiben? Ich bin eher introvertiert und beobachtend und mich interessiert vor allem das Leben zu beobachten und aus dem heraus entstehen dann Ideen für Bildmotive zu Porträts, zu Landschaften, zu Stillleben. Wie stark prägen Sie Farben? Farben sind wichtig, zum Beispiel eben, wie Sie sehen können, Rot. Es gibt aber auch sehr viele Werke in Grautonmalerei. Das ist mir ganz wichtig, entweder in Bildmotive mit einer sehr kräftigen Farbe, oft nur monochrom, oder dann eben in Grautonmalerei als Kontrast, um auch den Ernst des Lebens nachzuvollziehen. Vergleichen wir ein bisschen mit einem Lyriker, mit einem Autor. Der setzt sich hin, beginnt einmal ein Buch zu schreiben, dann legt das weg, dann holt das wieder. In der bildenden Kunst ist das nicht möglich, oder? Doch, die Bilder entstehen auch über einen längeren Zeitraum. Ich überarbeite die Motive oft 2 bis 3 Mal und sehr oft sieht am Ende das Bild ganz anders aus als am Anfang. Christian Huber, geboren 1970 in Bruck an der Mur, präsentierte seine schöpferischen Werke vorwiegend auf Papier, Digitaldrucke und Skulpturen. Also meine neue Serie ist wirklich aus Gefühlen heraus motiviert gemalt oder man kann das sagen, konstruiert fast, ja, weil da drinnen Farbe einen großen Teil spielt, dann der Strich, dann Figuren und auch Text. Ja. Und das sind so Dinge, die heute auch über die Medien immer mehr auf uns einfließen. Ja.
Welchen Stellenwert hat denn die Farbe? Die Farbe hat bei mir einen großen Stellenwert. Ja. Also ich sage, das ist ganz ein kurzer Spruch bei mir. Ich würde nicht malen, wenn es keine Farbe gibt. Ja. Also ich bin sehr, sehr farbaffin, sage ich jetzt einmal. Und den Strich verwende ich eigentlich nur wirklich zum Konturen herausholen und das Ganze etwas sichtbarer zu machen. Ja. Gerhard Kubasser, geboren im Mürzzuschlag, spielt mit Konturen, Räumen und Gedanken. Meine Hauptserie sind diese Baumbilder, in denen Menschenakte, Porträts und so weiter zu erkennen sind, wie zum Beispiel auch hier im Hintergrund, das heißt Rücken an Rücken. Daraus sind dann aber auch Skulpturen entstanden und mittlerweile arbeite ich schon viel mehr in der Skulpturengeschichte und es dreht sich meistens um das Thema Äste, Bäume, Holz. Das ist mein Hauptthema. Diskutieren die Leute mit Ihnen auch über die bildende Kunst und speziell über das eine oder andere Bild? Ja, also gerade meine Baumbilder regen sehr zur Diskussion an und vor allem freut es mich, dass oft Kinder kommen und Kinder darin was entdecken und auch zusätzlich was entdecken, was ich gar noch nicht gesehen habe. Und das freut mich immer sehr, wenn man da dann in eine Diskussion reinkippt und wenn sie das dann so weiterspinnt und die Leute von der Kunst begeistert sind. Kultur verbindet Menschen über Grenzen hinweg. Die haben wir gemeinsam mit dem Lesezentrum. Start zum Buchstart. Mit Büchern wachsen. Ist ein Projekt für Städte und Gemeinden in Zusammenarbeit mit öffentlichen Bibliotheken. Eine Idee, die ihresgleichen suchen kann, lesen. Andererseits wieder gibt es Probleme, weil viele, auch Buchhändler, sagen, die Kinder lesen nimmer mehr, lesen keine Bücher, die sitzen nur mehr vor dem Fernsehschirm oder eben dem Computer. Wie sehen Sie das? Ja, mit all unseren Aktionen, die wir im Rahmen von Buchstadt Steiermark, das ja heute präsentiert wird, oder auch der Bücherhelden-Kampagne, die wir umsetzen, seit 2016 fördern wollen, ist natürlich dieser Zugang zum Lesen. Sie haben völlig recht, da gibt es auch so Meinungen dazu, dass Kinder eben vor allem in elektronischen Medien, in sozialen Netzwerken lesen. Was wir schon fördern wollen, ist einfach überhaupt das Lesen mit allen Sinnen sozusagen wieder zu eben zu fördern, eine Lanze dafür zu brechen und setzen eben ganz früh in der Kindheit an, weil wir sagen, wir möchten eben auch zu diesem physischen Buch zurückkehren, dass Kinder eben in Berührung kommen mit Geschichten, mit Abenteuern, die sie gemeinsam mit ihrer Familie erleben und die sie vor allem eben auch natürlich auch in gedruckten Bilderbüchern vor allem erleben können. Wie groß ist die Bereitschaft der jungen Leute und vor allem der Eltern, die da hier ja sehr gefordert oder gefragt sind? Genau, wir haben noch immer so ein bisschen die Meinung, auch das Lesen in der Schule beginnt oder das Lesen erst im Kindergarten beginnt. Das ist genau das, wo wir gegensteuern wollen, auch mit unseren Projekten. Wir sagen, Lesen beginnt mit der Geburt. Das heißt, es muss ganz viel über die Elternschiene oder eben über Familien, Opa, Oma sozusagen laufen. Und da braucht sicher noch sehr viel Aufklärungsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, dass man wirklich auch vermittelt, so ihr seid die Eltern, ihr seid die Familie, ihr seid eigentlich auch dafür zuständig, dass eure Kinder schon ganz, ganz früh mit Sprache und mit Büchern in Berührung kommen. Ein Projekt, das vielversprechend ist, gerade im Zeitalter der sozialen Medien, wie eine Revolution in die andere Richtung. Unterstützt wird dieses Projekt auch von der öffentlichen Hand. Ja, wir setzen seit geraumer Zeit auf das Lesen. Es gibt ja schon heuer das zweite Mal eine große Offensive mit den Lies-was-Wochen, mit dem Vorlesetag in der ganzen Steiermark. Es gibt seit vorigem Jahr auch die Bücherhelden und Bücherheldinnen lesen mehr als Worte. Das alles beschreibt eine Initiative von mir, die ich ins Leben gerufen habe, damit Lesen und Vorlesen wieder ein Thema wird. Und der heutige Tag bringt noch einmal etwas Neues. Jetzt kann man sagen, dass ja, es wird ohnehin gelesen, die Buchhändler aber zum Beispiel jammern und sagen, ja, es liest keiner mehr ein Buch, keiner unter Anführungszeichen, es geht alles über die sozialen Medien. Beim Buch hat sich herausgestellt, dass es eine viel längere
Überlebensdauer hat, als viele gemeint haben. Ja. Wir lesen natürlich auch mit am Handy, wir lesen am Laptop. Das ist ein Teil unseres Alltags geworden, aber das Buch hat nach wie vor Bestand und wir stellen fest, dass die Büchereien, die wir in der Steiermark haben, einen enormen Zulauf verzeichnen. Das heißt, das Buch ist nach wie vor modern und unverzichtbar und meine Leseoffensive zielt natürlich auf das Buch ab und wir präsentieren heute hier in der Obersteiermark einen weiteren Schritt in der Leseoffensive Buchland Steiermark mit Büchern wachsen. Lesen, lesen und immer wieder lesen. Wie geht die Gemeinde Bruck mit dieser Aktion um? Das ist wunderbar, den Kindern das erste Buch zu schenken. Erinnert mich an mein erstes Buch, an den Geruch beim Öffnen des Buchs und meine Karl-May-Sammlung, dann der Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Also Lesen ist etwas ganz, ganz Wichtiges, eine Kernkompetenz und da finden wir diese Aktion von der Uschi Lagner hervorragend. Ja, wir finden diese Aktion sehr gut für uns, für die Kinder in Krieglach. Wir werden dieses Buch statt Sackerl bei einer persönlichen Begegnung mit den Eltern von den Neugeborenen persönlich überreichen, sie über die ganze Aktion aufklären und sie auch persönlich einladen, unsere öffentliche Bücherei zu besuchen. Es ist ja auch der Aufruf, wieder einmal das Buch in den Vordergrund zu stellen, wieder aufs Lesen hinzuweisen. Und ich glaube schon, dass einige doch wieder zum Buch greifen werden, wenn sie darauf gestoßen sind. Und so soll ja ein Start verstanden werden. Ein Start ist ja nicht etwas, was gleich wieder zu Ende ist, sondern ist ja eben ein Start für eine ganze Aktion. Sind Sie vom Erfolg überzeugt? In jedem Fall. Also ich hoffe, dass wir auch mit der Buchstartaktion, wo ja doch 112 Gemeinden mitmachen und schon 9000 Materialien bestellt wurden, dass wir da doch eine Vielzahl von Kindern ab ihrer Geburt und die Familien erreichen können. Also wir sind positiv gestimmt und schauen positiv in die Zukunft. Tut die Politik genug zur Förderung? In der Steiermark können wir uns nicht beklagen. Frau Landesrätin Lagner hat ja ihr ganzes Ressort auch unter das Schwerpunktthema des Lesens, der Leseförderung gestellt. Also da sind wir jetzt also sozusagen als Projektumsetzer des Lesezentrums Steiermark sehr, sehr glücklich, dass wir uns da viele Ideen auch ausdenken können, dass wir jetzt so ein großes Projekt wie Buchstadt auf Schiene bringen konnten. Am Mittwoch, den 14. März, fanden wieder viele Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren ihren Weg ins Stadtmuseum nach Bruck an der Mur, um im Rahmen der Kinderkultur zum Thema Sport zu philosophieren. Kultur den Kindern näher zu bringen und spielerisch zu verpacken, das ist natürlich nicht die leichteste Aufgabe. Wie lange gibt es denn diese Veranstaltungsreihe der Kinderkultur schon? Also Philosophieren mit Kindern läuft jetzt seit 2015 im Stadtmuseum in Bruck an der Mur und wir haben bereits Veranstaltungen gehabt mit den Themen Luft, Teilen, Gerechtigkeit, ökologische Themen. Also wir haben schon große Vielfalt gehabt und heute ist eben der Sport dran und nächstes Mal Kultur. Was ist denn für Sie Kinderkultur? Was ist Kinderkultur? Also für mich ist es ganz schwierig, Kinderkultur von Erwachsenenkultur zu trennen, weil für mich der Unterschied nicht ganz klar ist. Also damit Kinder auch Erwachsenenkultur schätzen können, wenn sie selbst erwachsen sind, da muss ja mal was initiiert werden. Und genauso auch bei der Philosophie. Das heißt, ihnen mal gezeigt werden, dass es Spaß machen kann, dass es was bringt, nachzudenken, dass man Musik genießen kann, dass man Bilder oder Geschichte genießen kann. Und das muss man einfach auch entwickeln, wie jede Fähigkeit, wie einen Geschmackssinn, so würde ich sagen. Sie sind eine der Initiatoren der Veranstaltungsreihe Kinderkultur. Was hat Sie dazu bewegt, diese Veranstaltung mit anderen ins Leben zu rufen? Ich war mit meinem Sohn, wie er mit der ersten Klasse begonnen hat, hier im Museum und war eigentlich ganz erstaunt. Ich habe das vorher nicht gekannt und da ist mir bzw. uns, wir waren mehrere, die Idee gekommen, hier auch für die Kinder mehr zu veranstalten. Das war vorher nicht der Fall. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und inzwischen ist das wirklich schon so, dass regelmäßig Veranstaltungen hier stattfinden und die Kinder eigentlich immer mit großer Freude dabei sein und es ist immer jederzeit gut besucht. Mit Ihnen wird heute über Sport philosophiert. Genau.
philosophieren Sie bitte mal über Sport. Ich möchte gerne ins Thema Fairness gehen, also so über Regeln sprechen. Also für mich ist Sport so auch das Erlernen von Regeln und dass es Sinn macht, Regeln einzuhalten. Weil wenn die Regeln funktionieren, haben nicht nur alle an Spaß, sondern da kann es dann auch um Gewinnen und Verlieren gehen, weil man eben Abmachungen hat, an die man sich auch hält. Und es auch jemanden gibt, der versucht festzustellen, ob alles planmäßig verlaufen ist. Sport hat ja bekanntlich viele Vorteile. Die Endorphinausschüttung sorgt für ein unglaublich gutes Gefühl während und auch nach dem Sport. Was ist das Erste, an das Sie denken, wenn der Begriff Sport fällt? Sport ist wichtig für die Gesundheit, für die Kinder, für jedes Alter eigentlich. Und wir wollen in Bruck vor allem Kinder schon sehr früh an den Sport heranführen. Und insofern ist es auch interessant, dass man mal die Kinder einlädt hier ins Museum, was sie über Sport denken, über Bewegung. Und deswegen haben wir diese Veranstaltungsreihe diesmal auch mit Sport besetzt. Und was haben wir daraus gelernt? Sport ist nicht gleich Mord, sondern... Sport ist einfach was, man muss es mögen, dass man es wirklich von Herzen tut und nicht einfach so, okay, ich mache das jetzt, mir macht das Spaß, Mama, darf ich das machen? Und dann bringt es sich einfach nicht. Man soll es sehr gern mögen und muss es einfach bis zum Ende, bis man sagt, nein, jetzt mache ich nicht mehr. Und ich mache es jedenfalls, bis ich 40 oder so bin, Sport. Es ist gut, weil man kann da viel lernen und man wird auch sportlicher und fitter. Machst du Sport? Ja. Was? Freizeit. Was machst du? Räder, Handstände und so Bodensachen halt. Wann wird denn die nächste Veranstaltung stattfinden? Wir haben hier einen sehr umfassenden Kalender. Wir haben heute eben Philosophieren mit Kindern über Sport. Wir haben dann viele andere Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel das Osterbrotbacken als nächste Veranstaltung. Dann haben wir... eine weitere Kinderphilosophie-Veranstaltung, wozu brauchen wir Kultur? Also da ist nicht Sportthema, sondern Kultur, Kindertheater, Kindermusical und vieles andere, was die kommenden Wochen bei uns los sein wird. Kinderkultur im Stadtmuseum in Bruck an der Mur macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch den harmonischen Umgang miteinander. Die nächste Veranstaltung lässt nicht lange auf sich warten. Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Föstalpine Rosecker Heimat Kriglach eröffnete das Peter Rosecker Jubiläumsjahr in Kriglach. Die Stücke sind schon auf sehr hohem Niveau. Die Musiker spielen es allerdings sehr gern. Die Stücke gehen gut ins Ohr, ich hoffe auch fürs Publikum. Und es macht einfach Spaß, diese Musik zu machen. Es war nicht einfach, wir haben uns aber dann in den einzelnen Sätzen getroffen, zuerst in Kleingruppen geprobt und dann mit dem großen Orchester und dann ist es relativ schnell gegangen. Heute sind 60 Musiker auf der Bühne, die dieses Programm interpretieren. Solisten sind 5 insgesamt, die individuell ihre Solos zur Geltung bringen und sie redlich bemühen, ein bisschen nervös sind natürlich vor so einem großen Publikum, aber sie machen es sehr gut für Amateurmusiker, wo ja die Liebe zur Musik im Vordergrund steht. Unter dem Motto von der Mürz bis zum Mississippi, eine musikalische Literaturreise von Europa nach Amerika, gelesen von Schauspieler Daniel Duyanis, machte dieses Konzert zu einem besonderen Erlebnis. Duyanis in Wien geboren, in Athen aufgewachsen, Schauspielstudium an der Kunstuniversität Graz, spielt in deutschen Theatern, Schauspielhaus Graz und Literaturlesungen in verschiedenen Rundfunksendungen. Daniel Duyanis ist ja ganz besonders bekannt bei uns. Er hat ja bei den Rosecker-Festspielen 2013 den Waldmeister gespielt und er hat sich ganz was Besonderes einfallen lassen. Die Geschichte des tapferen Schneiderleins, nachdem ja auch Peter Rosecker als Störschneider unterwegs war, passt es wunderbar. Nachdem ja heuer das große Jubiläumsjahr ist, hat sich auch die Musikkapelle da ganz was Besonderes ausgedacht. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein Höhepunkt, sozusagen ja, die Eröffnung von unserem Rosecker-Jahr
auf der einen Seite literarisch, aber auf der anderen Seite musikalisch. Also ein ganz besonderes Frühjahrskonzert. Das Frühjahrskonzert stand diesmal unter besonderen Vorzeichen. Ja, genau. Wir haben das Rosecca-Jahr zum Anlass genommen, dass wir auch wir das Thema aufgreifen und darüber ein Konzert über Literatur, Peter Rosecca und so weiter machen und um Zeitgenossen wie Mark Twain und so weiter. Wie stark ist der Klangkörper derzeit? Wir sind derzeit rund 70 aktive Musiker. Leider nicht immer alle da, aber meistens sind wir gut besetzt. Also rund 70 Musiker sind aktiv derzeit. Viele junge Musiker habe ich beobachtet. Sehr viel Jugend, ja. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent, aber überwiegend sind wir unter 30-Jährige. Auch Mädchen? Ja, schon, Gott sei Dank. Wir haben in jedem Satz, oder fast in jedem Satz, eine weibliche Musikerin dabei. An und für sich ist Paddeln ein Sommersport. In Bruck an der Mur jedoch wird auch im Winter gepaddelt. Und es macht richtig Spaß. Flussauf und flussab können die Sportler zu Wasser auch die wunderschöne Landschaft aus einer anderen Perspektive bewundern. Der Flusslauf der Mur führt von Bruck bis zum Pernecker Stausee. Und so wird Bruck an der Mur dem Stadtnamen gerecht. Die Paddler selbst empfinden diese nun 4-Jahreszeit-Sportart als Lebensqualität der anderen Art. Der Paddelsport hat noch eine vierte Saison dazu bekommen. Eine Wintersportart, oder ist das was anderes? Ja, richtige Wintersportart würde ich es jetzt nicht nennen, aber wir versuchen natürlich unsere körperliche Fitness den Winter zu überdauern. Und dieser Paddelsport hat eine besondere Faszination. Ja, wenn man einmal damit begonnen hat, dann lässt dann der sogenannte Virus nicht mehr aus. Bruck, wie schön bist du an der Mur. Allerdings ist es wichtig, sich an genaue Normen zu halten, um böse Überraschungen zu vermeiden. Worin besteht eigentlich der große Unterschied zwischen Paddeln im Sommer, im Frühling, im Herbst und Winter? Es ist für mich und für unseren Club der Unterschied darin gegeben, dass die Mur oder jedes Fließgewässer im Winter eine geringere Fließgeschwindigkeit hat. Man sieht es auch im Hintergrund. Es gibt Einbuchtungen, es gibt Kehrwasser, es gibt eigentlich die natürliche Flussrichtung vor. Und im Sommer ist der Wasserstand höher und das fehlt. Da ist die Geschwindigkeit höher und das ist der Unterschied, der große. Wasser ist nicht nur zum Waschen da, sondern für viele Lebensbereiche ein Leben und Erleben an der Mur. Vom Schlossberg herunter und zum Schlossberg hinauf.
Im Winter ist es mehr oder weniger nur ein Training und in den Sommermonaten, das ist so, sage ich mal, ab April, Mai bis Ende Oktober, da wird dann schon fleißig durchgebattelt und da gibt es auch einige Veranstaltungen am Wasser. Was muss man besonders achten? Man muss natürlich jetzt auf die Steine achten, dass man nicht zu nahe an das Ufer kommt und dass man praktisch die natürliche Flussrichtung des Flusses beibehält. Und braucht man da eine besondere Ausrüstung für das Winterpaddeln? Ja, sicher. Es wird natürlich kalt. Also ich persönlich nehme eine Isomatte, habe meine lange Unterhose an, habe noch auch drüber den Zwiebellook. Der Blick zeigt uns die Stadt Bruck an und entlang der Mur. Und wie heißt der Leitspruch der Paddelsportler? Potschnoss. Dass der Tourismusverband Hochsteiermark zum Pressefrühstück in den Waldheimatgasthof Rotwangel-Krieglach eingeladen hat, war nicht nur, weil Geschäftsführerin Claudia Flatscher Geburtstag hatte, sondern 2018 ein ganz besonderes Jahr mit vielen Highlights, die es zu feiern gilt, auch der Öffentlichkeit mitgeteilt werden soll. In der ganzen Steiermark sind Veranstaltungen rund um Peter Rosecker. Und wir haben auch einen Folder gemacht, wo die ganzen Veranstaltungen drinnen sind. Wir haben bereits schon die zweite Auflage, weil im In- und vor allem auch im Ausland, was uns sehr überrascht hat, ist er nach wie vor im Gedächtnis. Also es ist in Slowakei, es ist in Ungarn, es ist in Süddeutschland. Und die Nachfrage nach Peter Rosecker, er ist aktuell im Trend, er hat seine Zitate, wir haben Zitate gesucht und wir haben eine Hülle und eine Fülle von Zitaten gefunden. Und er ist am Puls der Zeit, allein seine beschriebene Landflucht gehört der Großglockner allen. Also er hat schon brisante Themen vor 100 Jahren bereits aufgegriffen und das ist rund um die Hochsteiermark zu würdigen, beziehungsweise wir haben dann gesagt, er ist unser berühmtester Hochsteirer. Und das ist das ganze Jahr 2018, wo Peter Rosecker in allen Themen sich wiederfindet. Auch die Marktgemeinde Krieglach wird das Rosecker-Jahr mit Veranstaltungen begleiten. Seitens der Marktgemeinde Krieglach sind wir sehr dankbar, dass der große Dichter Peter Rosecker ins Zentrum des heurigen Jahres gestellt wird. Es ist ja ein vielfaches Gedenkjahr, aber insbesondere für uns auch der 175. Geburtstag und der 100. Todestag Peter Roseckers. Und es gibt nun in Krieglach allein eine Unzahl von Veranstaltungen, sondern ist auch seitens des Landes, der Volkskultur, Peter Rosecker in den Mittelpunkt gestellt worden. Das Universalmuseum Joanneum, wo es ja die Gedenkstätten in Krieglach verwaltet, das Geburtshaus, das Landhaus als ehemaliges Landhaus von Peter Rosecker, jetzt als Museum gestaltet, startet am 24. März mit einer neuen Ausstellung, wo eine ganz andere Seite von Peter Rosecker gezeigt wird. Auch Jakob der Letzte wird aufgeführt, aber diesmal im Veranstaltungszentrum.
Da freuen wir uns schon sehr drauf, aber auch von den unzähligen Vereinen, ob jetzt beim Frühjahrskonzert von der Musikkapelle das Thema Peter Rosecca musikalisch bearbeitet wird, dann vom Rosecca-Bund im Rahmen der Rosecca-Wochen. Also es gibt wirklich eine Unzahl von Veranstaltungen und wir sind einfach dankbar, dass dadurch Kriglach und die Region wieder in den Mittelpunkt gestellt wird. Aber auch das Wandern steht im Mittelpunkt, denn die Hochsteiermark hat schon einiges anzubieten. Eben, zum Jahr Peter Rosecca haben wir auch für die Wanderer etwas Besonderes in Kombination mit Peter Rosecca. Es gibt eine neue App von Summit Links, die lässt sich kostenlos herunterladen und man hat dann sofort sein persönliches Tourenbuch. Man kann seine Gipfel, Siegereien, seine Erlebnisse, seine Fotos darauf laden. Und das Schöne ist, wenn man in der Nähe von einem Ziel kommt, kriegt man nicht nur ein Gipfelfoto, sondern auch ein Zitat von Peter Rosecca, ein passendes dazu. Und man kann natürlich auch nicht nur digital wandern, sondern man kriegt auch für die Punkte, was man erreicht, eine Wandernadel. Es gibt eine in Gold, eine in Silber und eine in Bronze, wie es eben früher so der Brauch war. Und es gibt aber auch eine eigene Peter Rosecca Wandernadel, was nicht nur die Gedenkstätten von Peter Rosecca beinhaltet, sondern auch seine Lieblingsplatzeln. Und da kriegt man dann einen Rosecca-Führer, ein Schreibset und ein Rosecca-Diplom. Also es geht rund ums Wandern Peter Rosecca. Die Hochsteiermark hat heuer wirklich dementsprechendes Angebot, nutzt es. Und gegen die Frühjahrsmüdigkeit gibt es was Hochsteirisches. Es ist natürlich, Frühjahrsmüdigkeit liegt uns allen noch in die Knochen, braucht man nicht reden. Und dann haben wir gesagt, wir haben einen Schaltpackerl gepackt mit hochsteirischen Naturdopingmitteln. Da ist einmal drinnen ein Spotzenschmier. Man weiß ja eh, kaum geht man im Frühjahr wieder länger, hat man Muskelkater. Bei uns steirisch heißt es Spotzen, drum Spotzenschmier. Dann haben wir natürlich ein Haxenschmalz, weil wir brauchen ja Kraft in die Wollen. Dann für ein gelungenes Gipfelbussel gibt es natürlich auch Schmusfetten für den Burm und fürs Madel. Und wenn das alles noch nichts nutzt, dann haben wir einen Geheimtipp, und zwar einen Rantiputanti. Das ist von einer 300 Jahre alten Mariazeller Apotheke. Und wenn man den trinkt, dann wachsen ein Flügel unter die Füße. Und man gemäß dem Mariazeller Motto dem Himmel sofort ein Stück näher. Also es gibt keine Ausreden. Rauf auf den Berg und Natur genießen. Auch der Steiermark-Frühling in Wien war Thema. Und es ist von 5. bis 8. April. Und am Wiener Rathausplatz wird er den Steiermark-Frühling. Und wir rechnen wieder mit ungefähr gute 200.000 Besuchern. Die Wiener lieben uns und vor allem die Hochsteiermark mit einem Hochschwab und mit der Maria Zöller-Hitten. Es wird ein ganz beliebter Treffpunkt und ich lade alle herzlichst ein. Bitte kommt raus, erlebt das einmal, wie wir draußen die Hochsteiermark präsentieren und wie uns die Wiener damit verehren. Die obersteirische Start-up-Offensive der Regionalressorts des Landes und der drei Städte Bruck an der Mur, Kapfenberg und Leoben planen mit innovativen Ideen, die Innenstädte neu zu beleben und so für Unternehmensgründungen attraktiver zu machen. Die Frage lautet jetzt nur noch, wie werden diese Pläne konkret aussehen und wie werden diese umgesetzt? Das ist ein Projekt der ganzen Region, aber auch ein Projekt von drei Städten, die zusammenwachsen, Bruck, Leoben und Kapfenberg, und heute mit einer tollen Initiative zu Startups, wo es darum geht, zwei Bereiche zusammenzuführen. Das eine ist die Innenstadtbelebung, haben wir alle ein bisschen ein Problem, und das andere ist es, Startups und junge Unternehmerinnen und Unternehmer zu fördern. Wie wollen Sie denn die Leerstandspolitik angehen? Naja, wir haben jetzt so zum Beispiel drei Objekte. Eins in der Innenstadt in Kapfenberg, eins in der Innenstadt in Leoben und eines in unserer Innenstadt in der Schiefgasse, die wir dort bespielen wollen, mit Startups bespielen wollen, reinvestieren wollen und da auch die Einladung an innovative Unternehmerinnen und Unternehmer der Region zu uns zu kommen. Und diese Einladung sprechen wir heute aus. Dass von belebten Innenstädten nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das Leben der Bewohner in den Städten verbessert werden soll, steht außer Frage. Ja, wir haben einen wirklichen Investitionsboom in der Innenstadt und jetzt geht es darum, die Erdgeschossflächen zu befüllen entsprechend. Und da ist es eine für uns sehr willkommene Ergänzung unserer Bemühungen, und mit einer perfekten Infrastruktur, mit der einen oder anderen finanziellen Unterstützung inmitten dieser Wohlfühlregion, glaube ich, haben wir ein attraktives Angebot. Wie wird denn das Projekt finanziert? Das wird finanziert aus Mitteln des Landes und aus Mitteln der Gemeinden der Region Bruckmürz-Zuschlag-Leoben.
der Obersteirischen Startup-Initiative fängt heute an. Was liegt Ihnen dabei ganz besonders am Herzen? Mir ist es wichtig, die Obersteiermark insgesamt zu stärken. Und dafür braucht es natürlich auch junge Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die neue, innovative Ideen rasch und unbürokratisch umsetzen können. Und die drei Städte Bruck, Leoben und Kapfenberg sind natürlich die regionalen Motoren und die setzen gemeinsam auf starke und belebte Innenstädte. Und was passt besser zusammen als moderne, belebte Innenstädte und junge Gründerinnen und Gründer? Nur im Team sind wir stark. Deswegen arbeiten Kapfenberg, Bruck und Leoben zusammen, um mehr zu schaffen. Ja, wir haben eine irrsinnig starke Stadtregion, Bruck, Leoben, Kapfenberg in der Obersteiermark. Und diese Stadtregion ist natürlich für uns ganz wichtig, dass wir den Erfolgsweg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben, fortsetzen können. Erstmal sinkt die Arbeitslosigkeit wieder, mehr Studentinnen und Studenten an der FH in Kapfenberg, mehr Studentinnen und Studenten an der Modernen Universität Leoben und immer mehr Gründerinnen und Gründer und Startups in der Region. Das tut gut. Ein aufblühendes, wirtschaftlich wachsendes Stadtzentrum braucht neben Investoren und Gründern aber noch etwas anderes: die Zufriedenheit seiner Bewohner. Der Start der oberösterreichischen Startup-Offensive fängt heute an. Was ist geplant für die Regionen? In den Ortszentren soll man die Ortszentren beleben, mittels eigener Immobilien für Startup-Gründer. Wie planen Sie, diese umzusetzen? Wir haben zuerst jetzt ein Konzept erstellt bezüglich, welche Räumlichkeiten in den Innenstädten kommen dafür in Frage für Startup-Gründer. Wie schauen Finanzierungsmöglichkeiten aus? Abstimmung mit Eigentümern wurden getroffen und auch Nutzungsskizzen für die Zukunft. Und in Folge passiert eine Umsetzung jetzt mittels drei Pilotumsetzungen in Kapfenberg, in Bruck und in Leoben. Wie planen denn die drei Städte da zusammenzuarbeiten und sich nicht gegenseitig auszustechen? Die Städte arbeiten jetzt schon sehr intensiv zusammen im Bereich der Gründungen und auch im Bereich der Betriebsansiedlungen. Es gibt eine gute Zusammenarbeit schon im Bereich der Betriebsansiedlungen. Also hier gibt es keinen Konkurrenzkampf im engeren Sinn mehr. Und jetzt geht es auch darum, die Innenstädte mit solchen innovativen Projekten neu zu beleben und die Konkurrenz auch hintanzuhalten, weil wir gemeinsam eine Region sind und eine Sprache sprechen. Stellen Sie mir zwei Startups vor, die ganz besonders herausstechen werden. Also für die neuen Nutzungen, da werden die Startups erst bestimmt, aber zum Beispiel in Kapfenberg gibt es die Woodies beispielsweise, ein Startup im Bereich der Verpackung. Und wir haben auch in Leoben weitere Startup im Umfeld der Montanuni im Bereich der Werkstoffwissenschaften. Wie planen Sie denn sonst noch die Innenstädte zu beleben? Also vom Regionalmanagement ist das derzeit das einzige Projekt hier im Bereich der Startups zur Nutzung von Leerständen. Aber in Folge geht es auch darum, mögliche neue Wohnimmobilien zu finden und auch die Innenstädte als Wohnstandort attraktiv zu gestalten. Der Auftakt der regionalen Startup-Szene ist bereits in vollem Gange und wir dürfen gespannt sein, was sich in den nächsten Wochen und Monaten zum Positiven verändern wird, um die Obersteiermark zu einer belebteren Wirtschafts- und auch Lebensregion zu machen. Ford EcoSport, wie für Sie geschaffen. Das Interieur des neuen Ford EcoSport vereint modernes Design mit praktischer Funktionalität. Die erhöhte Sitzposition bietet einen ausgezeichneten Überblick. Heute darf ich Ihnen im Autohaus Huber den neuen Ford EcoSport präsentieren. Den neuen Ford EcoSport gibt es mit drei umweltfreundlichen Benzinmotoren und einem Dieselmotor. Jedes Detail des neuen Ford EcoSport wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen das Fahren so angenehm wie möglich zu machen. Der Ford EcoSport ist ab 14,99 erhältlich und es gibt ihn ab Mai auch als Allradfahrzeug. Eine unverbindliche Probefahrt wird Sie überzeugen, einen Ford EcoSport vom Autohaus Huber Kapfenberg zu fahren. Er ist außergewöhnlich anders, der neue Kia Stonic. Der neue Kia Stonic wurde für all jene entworfen, die mit jeder Fahrt ein echtes Abenteuer erleben möchten.
aerodynamische Linien und ein verwegener Grill unterstreichen seine Individualität. Endlich ist er da, der neue Kia Stonic, unser neuer Crossover aus der Kia-Familie. Der Innenraum des Kia Stonic bietet ein Höchstmaß an Komfort und Qualität. Den neuen Kia Stonic gibt es mit 3 Benzinmotoren und einem Dieselaggregat. Auch eine Automatikvariante wird folgen. Der Einstiegspreis liegt bei 15.500 Euro hier in Österreich. Vereinbaren Sie eine unverbindliche Probefahrt bei Kia Huber Nickersdorf. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Wie heißt es so schön bei Start-up-Fahrschule Harry in Kindberg? Von Null auf Harry in 0,nix. Wir bringen dich da durch. Wo melde ich mich an? Bei mir im Büro oder auf www.startup-harry.at. Wir sind nicht nur Ansprechpartner für alle Führerscheinklassen vom Moped bis zum LKW, sondern auch für Berufskraftfahrer, Ladekrankkurse und Staplerkurse. Ein engagiertes Team unterstützt Sie. Einfach los. Fahrschule Startup Harry Kindberg. Die Fahrschule ganz in deiner Nähe. Boah, wie ein Früher. Da gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So früher, jetzt das nicht kennen. Gut, besser, Gösser Kracherl. Nach einer gesundheitlichen Attacke kehre ich nach einem halben Jahr wieder zurück auf die Fußballschiene zu Memer TV. Wir hätten angedacht, ein Spiel aus der steirischen Fußball-Landesliga mit der Begegnung KSV 1919 Amateure gegen den GRK. Das Spiel wurde leider abgesagt und darum bringen wir jetzt Fußball aus der Brucker Sporthalle für einen guten Zweck. Mit dabei bei diesem Benefiz-Hallenfußballturnier die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur, die Polizei und das Rote Kreuz ebenfalls aus Bruck und das österreichische Priester-Nationalteam. Das Priester-Nationalteam war kürzlich in Brescia, Italien, bei der Europameisterschaft der Priester dabei und holte sich dort Platz 6, eine tolle Leistung. Bei diesem Turnier gab es durchwegs gute Leistungen, spannende Spiele, aber auch schöne Tore zu sehen. Mit dabei bei diesem Benefizturnier in Bruck die Freiwillige Feuerwehr mit Daniel Schmidt. Wie läuft's euch? Ja, es könnte ein bisschen besser laufen. Also das erste haben wir knapp verloren, das zweite gewonnen, das dritte leider auch verloren. Wir spielen jetzt einmal Platz 3, aber wir sind trotzdem motiviert und wir glauben, dass wir das nächste Match nach Hause bringen werden. Wichtig ist ja, man tut für einen guten Zweck was, darum spielt man wahrscheinlich mit. Genau so ist es. Wir stellen uns die Mannschaft für einen guten Zweck zur Verfügung. Wir sind immer die Profikicker, wir haben uns erst wieder vor Wochen zusammengefügt, ein bisschen trainiert, geben natürlich unser Bestes, aber man merkt schon, dass man ins Alter kommt und die Füße tun schon langsam ein bisschen weh. Aber das Kicken macht Spaß. Ja, das ist im Vordergrund. Spaß ist, Fußball ist einfach ein super Sport und uns macht es allen viel Spaß. Das ist echt lässig. Marc Schmidt im Tor der Brucker Polizei hat ein tolles Turnier gespielt und viele gefährliche Situationen super gehalten. Tolle Leistungen bei diesem Turnier im Tor zeigte der Marc Schmidt im Tor der Polizei Bruck. Ja, danke für das Lob. Es ist super, dass ein Turnier in Bruck stattfindet. Die Einsatzorganisationen, wir arbeiten sehr gut miteinander. Und da freut es uns natürlich, dass wir zum Spaß, aber besonders vor allem für einen guten Zweck, uns da am Sonntag in der Brucker Sporthalle treffen und ein super Fußballturnier machen können. Hast du einmal im Tor gespielt als Aktiver? Ja, in meiner Jugend habe ich die Torhüterlaufbahn durchgemacht.
ein bisschen was habe ich Gott sei Dank noch mitnehmen können. Was sagt der Organisator zu diesem Turnier? Wir wollen für die Leute spielen, auch ein bisschen in der Fastenzeit Geld sammeln, besonders für die bedürftigen Familien da aus der Gemeinde. Ja, Freude und auch was Gutes dabei. Wie lange gibt es das Priester-Nationalteam schon und wie oft spielt ihr da so im Jahr? Ja, seit 12 Jahren gibt es das Team aus Österreich auch und wir spielen jedes Jahr jetzt bei der Europameisterschaft und wir treffen uns noch ein paar Mal im Jahr. Aber das ist nicht so einfach für die Priester am Sonntag zum Beispiel am Nachmittag zusammenkommen. Ja, das ist natürlich schon eine gute Sache und es ist ja einmalig ein österreichisches Priester-Nationalteam und man sieht da, die Priester spielen einen sehr guten Fußball und sind sehr fußballbegeistert. Ja, nicht nur beim Altar, aber auch am Fußballplatz, ja, das ist auch wichtig, das ist wichtig. Ja, der Herr Kaplan hat dieses Turnier organisiert, leider sind nur 4 Mannschaften da, aber im nächsten Jahr, da will man natürlich unbedingt aufstocken. Ja, es ist nur 4 Mannschaften. Wir haben das eigentlich schnell geplant und organisiert. Das war eine schnelle Idee. Mit dem Bürgermeister haben wir das ausgeredet. Mach mal. Und so ist das zustande gekommen. Ja. Aber nächstes Jahr hoffentlich, es wird noch mehr und größer das alles organisiert und gemacht. Ja. Wir freuen uns sicher auf so etwas. Ja, und ihr spielt ja mit dem Nationalteam, mit den Priestern da heute im Endspiel um den Turniersieg. Ja, natürlich, wie immer. Siegen ist immer gut. Die Polizei Bruck in Weiß spielend und das Priester-Nationalteam standen sich im großen Finale gegenüber. Nach Ballverlust der Polizei gab es gleich das Führungstor für das Priesterteam zum 1:0. Brucks Kaplan Karol Pütracek lässt da eine Tormöglichkeit aus. Darauf folgend gibt es den Ausgleichstreffer für die Polizei zum 1:1. Die Polizei Bruck legt sogar nach, Spielstand 2:1. Die Brucker Polizei hat letztendlich die besseren Kraftreserven und können die Führung zum 3:1 ausbauen. Das Priester-Nationalteam hat Moral, gibt alles, aber mehr als der Anschlusstreffer zum 2:3 ist nicht mehr drinnen. Somit der große Turniersieger Polizei Bruck an der Mur. Und auf Platz 2 das Priester-Nationalteam. Die Polizei Bruck hat dieses Turnier da heute in der Brucker Sporthalle gewonnen mit 3:2 gegen das österreichische Priester-Nationalteam. Was hat den Ausschlag gegeben im Endspiel? Ja, ich glaube, der Ausschlag war dann, dass wir doch ein bisschen die engere Partie waren. Wir haben es drüber gebracht zum Glück. Es ist zum Schluss noch mehr eng geworden, obwohl wir nur einen Wechselspieler gehabt haben. Aber ich glaube, aufgrund dessen, dass wir doch ein bisschen enger waren, dürfte uns die körperliche Gegebenheiten ein bisschen entgegenkommen sein, sage ich mal. Wenn wir das Niveau gesamt gesehen vom Turnier hernehmen, war das ja ganz klasse. Ja, ich muss sagen, es waren zwar nur 4 Mannschaften, aber das Niveau allgemein war sehr hoch, es war sehr gut und ein super tolles Turnier. Und wahrscheinlich war tolle Tore, hat es auch gegeben. Ja, wirklich, also waren ein paar Schmankerl dabei. Ich glaube, für die Zuschauer auch schön zum Anschauen. Alles in allem ein gelungenes Turnier.